Es ist nicht. Doch, es ist eisig. Ich meine vielleicht. Ich dachte, es wäre nicht eisig. Okay, Birdo Sisters. Also, klar, ich meine, es gibt hier sehr viele Birdo und sowas. Kriege ich auch ein Item? Oder muss ich hier leer ausgehen? Nein, ich kriege doch was. Aber Birdo Sisters ist jetzt nichts Übliches, sage ich mal. Okay. Gucken, wie lange ich mit dieser Feuerblume jetzt zurechtkomme, weil es hilft mir ja schon gegen welche Feuerbrüder. Ja, gut. Das ist halt immer der Fluch, wenn man es einmal ausspricht. Au. Oh nein, Stunlock. Ja, dann schieß. Das ist gemein. Man kann ja wirklich gestunlockt werden. Das heißt, ne, dass man, also wenn man Pech hat, auf der Stelle eingefroren wird. Und dann wird einfach weitergeschmissen, bis ich dann immer tot bin. Das kann dann manchmal echt blöd enden. Manche Hacks machen es so, dass diese Eisbrüder einen einfrieren können, aber als Gegenzug keinen Schaden dabei machen. Aber manche sind halt nicht so nett. Leider ist dieser Hack auch einer von denen. Und dann kann man wirklich in diese Situation geraten. Ne, wo man unendlich lang eingefreezt wird, bis man halt früher oder später einfach tot ist. So, leider kriege ich die nicht kaputt gehauen. Aber es macht ja nichts. Wir sollten es geschafft haben. Zweiter Checkpoint heißt ja meistens, okay, Boss-Time. Moment, kann ich? Wow. Aha. Okay, das würde mir für den oberen Birdo nicht helfen, aber... Oder doch? Moment. Okay, es hat zumindest gezählt. Aber witzig, oder? Ich konnte jetzt den einen einfach komplett so außer Gefecht setzen. Hier, du Bau. Okay. Ja gut. Es war, glaube ich, nicht vorgesehen, dass ich die Cooper-Schein mit durch die Röhre nehme und dann einfach da Chaos mache, aber es hat funktioniert. Der erste Birdo, den konnte ich einfach damit komplett auseinandernehmen. So, weiter geht's. Cold Cuts mit Figur. Was ist denn damit? Okay, es hält einfach still. Ja, es macht nichts. Dann tu mir nichts, dann tue ich dir nichts. Nicht, ist ja nicht so, als könnte ich diesen Kettensägen irgendwas antun. Endlich mal wieder eine gute alte, ein gutes altes Cape. War schon länger nicht mehr. So, dann gucken wir mal nach der lustigen Figur. Ich weiß nur teilweise manchmal gar nicht, wo ich hin muss hier. Sekunde. Auch gerne zwei davon. Ja, dann gucken wir mal. Bis jetzt noch keine Spur. Aber meistens sind diese Sachen auch nicht in dem Level selber normal, sondern nochmal in einer extra Röhre oder sowas, wisst ihr? So Sachen wie diese Figuren. Also selten auf der gleichen Map so gesehen wie da oben. Oh, hier ist mal wirklich eine Ausnahme. Okay. Sie ist da ouch, oben gewesen. Okay, jetzt kann ich auch die fünfte auch nehmen. Wenn ich schon mal fleißig den Rest gesammelt habe. Okay, das sollte es gewesen sein, oder? Tada! Wir sind Gewinner! Und es gibt wohl nur noch zwei Stück zu sammeln. Im gesamten Spiel. Das lässt gut darauf schließen, dass wir so langsam in Richtung Ende des Spiels kommen. Ich meine, wir sind schließlich in Welt 7. Was erwartet man da? Okay, Ruine. Pinguin-Ruine. Okay, sorry fürs Rumfliegen und Cheaten hier. Es hat sich einfach gerade angeboten. So, wir können ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Eingerissenen, die sollten wir mal lieber nicht berühren. Puh, jetzt wird es hier richtig gefährlich. Okay. Läuft doch wie geschmiert, hä? Sagen das Leute noch? Okay, das war ganz schön blöd. Ich habe zwar Spin gedrückt, aber irgendwie, glaube ich, kam der Input zu spät oder so, dass er zuerst schnappen durfte. Ja. Oh, hat er mich noch mit erwischt im Lauf. Frech. Na gut, kann man nichts machen. Aber das Level endet dafür hier. Okay. Ging flott. Hat mich leider nur Cape gekostet. Aber manchmal ist das so im Leben. Dann
gehen wir mal in Do Not Turn Around. Okay, Don't Turn Around. Oder was stand da gerade? Na, egal. Vielleicht heißt es hier so, weil es ein Autoscroller ist. Haha. Ist jetzt aber auch nicht der erste Autoscroller im Spiel. Leider. Aber hey, ich glaube, ganz ohne geht's irgendwie auch nicht, oder? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das einzige Mario-Spiel, was keine Autoscroller hatte, war... Oder waren Mario Bros. 1 und Mario Bros. 2? Kann das sein? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? In dem klassischen Sinne jedenfalls. Danach hat Nintendo das Gimmick erfunden und entdeckt und dann dachten sie sich, nie wieder ohne. Mario ohne Autoscroller. Es geht einfach nicht, okay? Es geht einfach nicht mehr. So, naja. Auf jeden Fall, soll ich dazu sagen? Über Donutblöcke... Bleib so lange drauf, wenn du fällst. Ich kann es kaum fassen, dass er mich erwischt hat. Sonst ist ja auch nicht so viel los, ne? Bis auf ein paar Koopas, die ab und an mal hier hinkommen und diese komischen Typen hier. Zum Glück kann ich hier mit dem Cape wegspinnen. Wow, dass ich nicht getroffen worden bin, ist schon ein Wunder. Nee, ich riskiere es nicht mehr für die Yoshi-Coin. Die ist an sich nicht mal schwer zu holen, aber ich sehe schon kommen, dann passiert doch wieder irgendwas Doofes und dann sterbe ich und dann denke ich mir am Ende, wofür überhaupt denn? Das ist es gar nicht wert, die einzusammeln. Meistens jedenfalls, ne? Ich meine, ihr wisst ja, dass es Ausnahmen gibt. Okay, jetzt hat er mich doch erwischt. Ist leider auch nur fair. Ich meine, der erste, der bin ich ja schon irgendwie so komisch gedodged. So. Okay, das war... wahrscheinlich eins der langweiligeren Level in diesem Spiel, weil, ne? Ich glaube, es hat einfach nur die Quote erfüllt, dass es auch genug Autoscroller in dem Spiel gibt. So habe ich das Gefühl. Ja. Aber dafür kommen wir jetzt endlich zum Schloss von Ludwig von Koopa. Ludwig von Koopa? Heißt er nicht Ludwig van Koopa? Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Wer ist dieser Typ? Ludwig van Koopa, oder? Wegen Beethoven allein ja schon. Oh, fuck, ich wollte eigentlich unten lang, aber passt. Ludwig van Koopa? Ludwig von Koopa? Ich glaube, hier wurde es falsch dargestellt. Ich bin mir jetzt auch nicht zu 100% sicher. So, was hat es mir mit diesem Bullshit? Warum nimmt der Typ keinen Schaden durch das Ding? Das sollte gar nicht so sein. Ah, oh oh. Stunlock. Scheiße. Okay. Es geht ja noch. Ist jetzt nicht so, als würde das so passieren. Warte mal. Krass, dass er mich noch vorher erwischt hat. Ja, toll, ey. Okay. Auf ganzer Linie versagt hier. Ne, als ob ich hier noch sterbe. Kurz vor... Lass mich raten. Nach der Scheißtüre kommt ein Checkpoint. Wie kann das sein, dass ich hier noch sterbe, Mann? Diese Typen schmeißen ganz genau immer so ihre Bälle, dass sie dann doch genauso perfekt mich immer doch noch irgendwie erwischen, während ich auf die noch am draufspringen bin. Jetzt ist wirklich die Luft raus. Ich glaube, jetzt werde ich auch noch 40 Mal hier sterben in dem Level. Ja, du bist gerade in dem Ding. Tschüss. Ja, du machst das schon. Der ist halt wirklich... Und jetzt ist er weg. Der Kerl ist wirklich da reingebackt. Ich meine, theoretisch gar nicht mal so unrealistisch, dass auch Gegner... Ui. Von diesen Dingern getroffen werden können und Schaden nehmen können. Eigentlich ist es auch nur fair auf die Art und Weise. So. Gut, dass er mich mal nicht erwischt hat. Ich renne jetzt einfach durch. Komm, ich versuche die gar nicht mal zu töten. Das macht keinen Sinn. So, guck mal. Ich bin nämlich wirklich vor dem Checkpoint gestorben. Das habe ich auch echt nicht anders gesehen. Also, ja. Okay, jetzt kann ich ja zumindest versuchen, die so zu töten. Da habe ich schon mal mehr Chancen. Erinnert an Schloss 2 in Mario World. Naja, aber wie gesagt, ich glaube, der Typ heißt Ludwig van Koopa. Ludwig van Beethoven. Ich bin jetzt gar nicht mal sicher, ob der Typ auch Beethoven van Beethoven oder von Beethoven heißt. Nein, aber ich bin mir zu 90% sicher, dass er van Beethoven heißt. Und nicht von Beethoven. Nein, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich mir auch sicher am Ende. Dass er ziemlich van Beethoven heißt. Ich
meine, es gibt ja auch nicht am Ende noch ein Eddie Van Halen oder sowas. Ich habe gerade mein Van Halen T-Shirt an und da ist auch Van drin. Van Halen. Ich meine, bei Van Halen, der Band, da wissen auch viele nicht, wow, und denkst, wow, was für ein cooler Rockername. Aber im Endeffekt ist es einfach auch nur der Nachname von dem Gitarristen und den Drummern, den beiden Brüdern. So, und das sind Holländer. Die heißen wahrscheinlich in ihrer Originalsprache nicht Van Halen, sondern Van Halen. So, also stinknormaler holländischer Name. Der einfach nur als cooler Bandname durchgeht. So, und bei Beethoven wahrscheinlich nicht anders. Aber andererseits spricht man ihn nicht Van Beethoven aus. Vielleicht die Amerikaner. Der war ja leicht. Da war ja der vorherige Boss viel, viel schwieriger. Der auf den Wolken. Wer war das mal? Larry oder so? Also Ludwig von Van Finn Beethoven ist ja gar kein Problem gewesen. Wisst ihr was? Wieso sollte ich... Ich habe doch gerade das Internet offen. Das googeln wir jetzt. Toll. Ich habe aus Versehen einen falschen Knopf gedrückt und jetzt habe ich Firefox da geöffnet, wo man irgendwie die Seite kodieren kann. Ich will nicht den QR-Code. Jetzt zeige ich QR-Code. So. Ludwig van Beethoven. Der Typ heißt tatsächlich Ludwig von Cooper. Okay, dann muss ich mich entschuldigen. Es ist kein Fehler gewesen tatsächlich. Der Typ heißt Ludwig von Cooper. Okay. Okay. Eigentlich sollte ich das besser wissen, aber gut. Aber der andere Typ heißt tatsächlich Van Beethoven. Ja, damit hatte ich jetzt nicht unrecht. Nee, aber Ludwig von Cooper, das ist richtig. Ich hatte so sehr an den Beethoven-Vergleich gedacht, und das ist ja eine Anlehnung an Beethoven, dass ich auch dachte, dass es von und van irgendwie zusammengehört. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall Bowsers Welt erreicht. Hat Bowser einen Nachnamen? Weißt du, hat Bowser einen anderen? Cooper? Bowser Cooper? Nein. Ich weiß auch nicht. Egal. Wir haben Welt 8 erreicht. Lass uns reingehen. So, ich bin mal gespannt, ob es schwer ist, weil... Welchen Hack von Gamma 5 habe ich nochmal vorher gespielt? Ich sage mal 5, obwohl es eine V ist, aber ich lese es mal als römische Zahl. Einen kurzen Hack, ja toll, der ist irgendwie nicht gesprungen. Und da ist diese letzte Welt auch überraschend schwer geworden. Das war, glaube ich, auch nur so ein 4-Part-Hack, den ich gespielt habe. Ich habe aber nicht mehr im Kopf, wie der hieß. Und da ist Welt 8 plötzlich super schwer geworden. Also wer weiß, vielleicht ist es ja hier genauso. Dass wir hier durchspaziert sind. Wobei, so leicht war dieser Hack jetzt auch teilweise gar nicht. Bis hierhin. Also, wir haben schon andere Hacks. Also andere Gamma-V-Hacks gespielt. Die waren deutlich leichter. Da bin ich wirklich durchspaziert, das gesamte Spiel. Das konnte ich hier zwar manchmal auch, aber auch manchmal nicht. So, wir haben ja ein bisschen Slowdowns auch. Oh, wie gemein. Ich dachte, ich könnte da durch. Okay, aber gerettet. Alles cool. Nur diese Scheißviecher sind so gemein. Die schießen immer ihr Feuer auf mich. Also immerhin hatte ich noch einen Pilz über. Weil das war jetzt wieder so ein typisches kurz zum Ziel verreckt im Moment noch. Aber das konnte ich gerade noch so mit einstecken. Man weiß halt bei diesen Schnappviechern auch nie, springen die jetzt hoch, spucken die jetzt Feuer. Was machen die, ne? Jeder benimmt sich anders, aber die sehen alle gleich aus. Luftschiff. Let's go. Oh, es ist kein Autoscroller. Okay, das ist ungewöhnlich. Man erwartet es, aber ich bin auch dankbar, wenn es nicht der Fall ist. Das ist ja nicht mal Luftschiff-typische Musik. Oh, war das so schlau? Ja, ich meine, ich kriege jetzt hier die coole Yoshi-Münze, aber ich habe es jetzt nicht für die Yoshi-Münze gemacht. Ich nehme lieber immer den etwas sichereren Weg. Das war ja definitiv gerade nicht. Ach so, okay. Ja, das muss man mir auch erstmal erklären. Wenn man eine Yoshi-Coin so dahin setzt, dann gehe ich auch davon aus, dass ich mich da drauf stellen kann. Was hätte ich denn sonst machen müssen? Spin-Jumpen? So? Ja gut, Spin-Jumpen. Jetzt bin ich natürlich nochmal gestorben beim Vorführen. So. Weil da kam nämlich das nächste von diesen komischen Dingern, hat Feuer auf mich gespuckt. Mein einziger Weg da irgendwie raus war nach links. Ja, nach links sterbe ich aber auch. Pech gehabt. So. Ja, das Spiel ist wirklich schwierig geworden. Aber vielleicht muss ich mich auch einfach nur ein bisschen besser anstellen. Ich bin an der exakt gleichen Stelle nochmal getroffen worden. Ist das nicht traurig? Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Irgendwas, was ich hier mache, ist falsch.
Weil ich renne nach vorne und krieg immer die Kanonen in die Fresse rein. Also irgendwas geht hier... Ich muss irgendwie meine Strategie hier ändern. Aber das, was ich hier gerade mache, ist nicht gerade erfolgsversprechend. Also... Ja, ich liebe es mal durchzurushen. Aber scheinbar funktioniert das hier gerade mal nicht. So, weil ich lande immer da und dann boom, Kanone rein. Das ist doof. Guck mal, schon besser. Aha, hier fängt der Autoscroller-Part erst an. Okay. Bin ich gerade wirklich vom Checkpoint... Ja, ich bin vom Checkpoint gestorben. Mal wieder, mal wieder. Ah, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. So, ich muss das hier mitnehmen. Wahrscheinlich muss ich nicht mal, aber... Dann kriege ich eine funkelnde Yoshi-Münze. Tolle Sache. So. Schade, ich habe mich schon daran gewöhnt, dass es nicht scrollt. Das war eine angenehme Überraschung. Und jetzt macht das Spiel es quasi wieder rückgängig. Okay, mit Cape geht's mir ja bestens. Dann muss ich nicht auf diesen Dingern da rum scrollen oder drücken oder wie auch immer man das nennt. Schnell hier wegspringen, bevor ne, der hier schießen ist. Hier, das hier meine ich. Weil guck mal, pro einzelnen Sprung erreicht man ja gar nicht mal so viel damit. Das ist dann schon echt ein bisschen nervig. Habe ich es geschafft? Okay, weiter. Checkpoint. Boss. Wer ist Boss? Ist das Bum-Bum? Tatsache, es ist... Moment, Vorsicht vor den Flammen. Na komm. Okay, er benutzt seine Flügel nicht. Das ist gut. Und wir haben ihn. Yeah! Niemand legt sich mit Mario an. Außer natürlich Kanonenkugeln. Die haben mich mehrmals zu Fall gebracht. Aber ignorieren wir das. Wir haben es geschafft. Das ist das Wichtige. So, dann nämlich öffnet sich hier Boden und Secret Exit und Transformer-Figur.